Also wir brauchen ja für das Agnihotra-Feuer auch geklärte Butter. Und wir haben jetzt mal hier im Topf ungefähr 3 Kilo Butter vorbereitet, die wir als nächstes dann kurz aufkochen werden. So, als nächsten Schritt wird dann das Ganze auf den Herd gestellt und bei kleiner Flamme erstmal geschmolzen. So in etwa 10 Minuten ist das Ganze flüssig und fängt an zu blubbern. Ja, also nach 5 Minuten ist die Butter schon geschmolzen. Und wir müssen aber noch ein bisschen warten, bis es dann anfängt zu blubbern. Und dann schauen wir nachher nochmal rein in den Topf. Also so nach 10 Minuten, Viertelstunde, bildet sich dann erstmal sehr viel Schaum oben. Und da muss man eben aufpassen, dass es nicht überkocht. Also immer öfters mal rumrühren. Und die Schaumphase ist dann ungefähr auch in 10 Minuten abgeschlossen. Und dann schauen wir nochmal. Also hier sieht man jetzt, dass der Schaum fast verschwunden ist. Und es bildet sich also jetzt das Goldgelb, die Farbe innen drin. Und das geht jetzt langsam über in so einen Kupferton. Und dann muss man es auch dann demnächst ausmachen. Das meiste Wasser ist schon weg. So, also das Ghee ist jetzt mittlerweile fertig. Wir haben eine goldbraune Farbe. Nur noch ganz wenig Schaum oben. Ich habe es jetzt ausgedreht. Und das werden wir dann durch ein Sieb laufen lassen nachher. Dann haben wir ein sehr reines, klares Butterfett. Und das hält sich so über Jahre, Jahrzehnte. Wird also nicht mehr schlecht. Das reine Butterfett kann man unbegrenzt bei Zimmertemperatur lagern. Ja, wir haben jetzt hier noch was Besonderes, und zwar bauen wir gerade ein spezielles Haus für das Agnihotra. Das ist auch nochmal ein Resonanzpunkt, um die ganze Farm, die ganzen 16 Hektar außenrum, mit noch mehr Energie zu versorgen. Das heißt, in diesem Häuschen wird dann zukünftig das Agnihotra gemacht, morgens und abends. Und diese Technik ist uns also beigebracht worden von einem Ehepaar, das in Peru meistens sich aufhält. Die machen seit 20 Jahren nichts anderes, außer in der Welt rumzureisen und die Technik zu erklären und Farmer zu betreuen, Krankenhäuser zu betreuen und das Agnihotra weltweit zu verbreiten. Hier sind wir gerade im Rohbau. Kein Gramm Zement im ganzen Haus, es ist nur rote Erde, es sind gebrannte Ziegelsteine und Löschkalk. Die Keramik oben auf dem Dach ist alles Keramik hier vom Nachbardorf. Und dann noch die Ziegelsteine oben drüber.